das sind die Klippen von Dofras, bekannt für ihre Schwalben. Mhm. Jovik oder auch Jovik, die dänische Handelsstadt. Erzähl das nicht weiter, aber König Alfred hat einen Plan für Jovik. Verstehe. Das ist der Hadrianswall. Unsere letzte Verteidigungslinie gegen die barbarischen Pikten. Es ist eine Linie, ja. Und die Führung endet in Winchester, im Herzen von Westsexel, wo ist König Alfred? Diese ehrlosen Pikten! Sie haben den König entführt! Wir müssen ihnen nach, nördlich des Hadrianwalls! Wo bist du, mein König? Irgendwo muss er ja sein. Keine Sorge, mein König! Ich komme! Was ist passiert? Warum sprichst du nicht? Wer in Hels Namen bist du? Warum durchwühlst du meine Sachen? Bei Thors Eiern! Warum hast du sie zurückgeholt? Er ist wieder ganz aufgeregt. Verräter! Der König redet nicht mit mir! Du hast ihm die Zunge rausgeschnitten! Er hat keine Zunge! Weil du sie rausgeschnitten hast! Du bist sein Sohn. Bestärke ihn nicht noch! Sein Verstand ist welk und ähnelt dem eines Kindes. Ich brachte ihn her, um seinen Wahn zu lindern, doch es wird immer schlimmer. Ich versuch's mit Vernunft oder versuche mitzuspielen, aber er hört nur, was er hören will. Er hört nur, was er hören will? Ich habe eine Idee, was dir helfen könnte, wenn du mich lässt. Alter Mann, dein König ist von seinen Qualen ausgelaugt. Ich kann ihn reden hören, ganz leise. Er preist dich. Er sagt, er dankt... Hüsing. Er will Hüsing danken, für seine Treue zur Krone. Was sagt er noch? Du lebst in einem Traum. Es ist Zeit aufzuwachen. Was willst du damit sagen? Was wahr ist, mag nicht so angenehm sein wie ein Trugbild. Aber du hast Menschen in dieser Welt, die dich ehren. Es kümmert mich nicht, was du für wahr hältst. Ich glaube daran. Ich glaube, dass Alfred uns an die Pikten verkauft hat. Du hast dein Land und dein Volk verraten. Ich verurteile und entthrone dich. Eine schwere Entscheidung. Doch manchmal muss man eine Wunde ausbrennen, um sie zu heilen. Vergib mir meine Feindseligkeit. Ich wusste, dass das Ende nicht leicht wird. Aber manchmal wiegt die Bürde sehr schwer. Was du tust, ist ehrenhaft und mutig. Und die Götter wissen das. Viel Glück für dich. Immer noch im Krieg mit Engelerland? Dieser zähe alte Fuchs lässt nicht locker. Ich gebe zu, ich bin beeindruckt.